Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Hier sind wir schon wieder fast so weit, dass wir abtanken können, müssen, dürfen, sollen, tun. Das werden wir auch gleich machen. Und dann würde ich sagen, werden wir mal schauen, dass wir ja die Kartoffeln irgendwo hinlegen, weil ich weiß nicht, warum ich die nicht abgetankt bekomme. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben hier beim letzten Mal ein bisschen mit Stroh hantiert. Das ist soweit schon mal ganz gut gelaufen. Ja, Saatgut ist jetzt auch noch so das nächste Thema. Nachdem wir das mit dem Saatgut so Bombe hinkriegen, würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal den Dünger und lassen Saatgut produzieren. Wir können dann, sobald wir den einen Traktor wieder frei haben, hier loslegen in dem Punkt, dass wir dann sagen, wir sammeln mal den Mist ein. Das ist auch eine Menge. Da kommt dann auch wieder ein bisschen Saatgut bei rum, beziehungsweise ein bisschen Dünger bei rum. Und mit dem können wir dann arbeiten. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. So, einmal Befüllung starten. Dünger, oh, ist auch schon wieder eine ganze Menge. Wie gesagt, Dünger brauchen wir im Moment erstmal nicht zwingend. Ich denke mal, der Dünger, der reicht erstmal aus, den wir da haben. So, und dann kippen wir das erstmal hier ins Saatgut. Also Saatgut ist eine reine Goldgrube. Mit Kompost zusammen, das ist Bombe. Das schreit auch dann schon nach größeren Kippern. Da müssen wir auf alle Fälle auch dann mal gucken, dass wir irgendwie noch in die Puschen kommen. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. Wir haben hier noch eine Menge drin. Und Saatgut wird auch jetzt einiges produziert. Das ist wichtig. So, wir werden erstmal abtanken. Gucken, wie weit er noch gekommen ist. Ja, die Ernte ist bald durch. Das ist gut. So. Ist halt doof, dass wir hier noch ein bisschen wenig Power haben. Das müssen wir noch ändern. Aber ich denke mal, das werden wir jetzt relativ zeitnah hinkriegen können. So. Tanken wir den erstmal leer. Und ja, da müssen wir uns überlegen, was wir mit den ganzen Kartoffeln machen. Wir haben jetzt schon ein paar gewaschene Kartoffeln. Das ist schon mal schön. Die normalen Kartoffeln können wir auch verkaufen, aber gewaschene Kartoffeln bringen einfach mehr Geld. Die bringen viel mehr Geld. Wo waren die denn überhaupt? Da, gewaschene Kartoffeln, 1000 bei Lidli. Da wäre ich ja schon fast überlegen, ob wir das hier vielleicht nicht auch gleich noch in gewaschene Kartoffeln umwandeln. Wir gucken jetzt gerade nochmal bei den Schweinen, wie es aussieht, ob die noch Bedarf haben im Moment. Ja, Kartoffeln, da können wir noch was reinfüllen. Weizen, Gerste, oh, da muss auch langsam was passieren. Und hier ist das nächste Schweinchen schon gekommen. Also ihr seht schon, das mit den Folgetieren, das wird, glaube ich, langsam relativ. Weil wir hier dann doch mit der Zeit einige Tiere reinkriegen. Aber das müssen wir noch überlegen. Ihr könnt hier mal reinschreiben, ob wir die Tiere sich jetzt vermehren lassen wollen oder ob wir dann zusätzlich noch Folgetiere machen, was aber dann durch die Vermehrung natürlich schwierig wird festzustellen, wenn wir dann an dem Punkt sind, ja, wie viel ist jetzt eigentlich Folgetier, wie viel ist jetzt vermehrtes Tier? Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Deswegen wäre ich schon fast dafür, dass wir hier die Folgetiere durch die Vermehrung weglassen und einfach, naja, jetzt hänge ich hier wieder mal super gut fest an einem Zaumpfählchen, und dann einfach sagen, okay, wir werden hier eventuell doch einfach nur die Tiervermehrung nutzen. Das würde uns auch so ein bisschen Stress wegnehmen mit den Folgetieren an sich. Weil, wie gesagt, die vermehren sich sowieso. Gerade bei den Schweinen geht das ruckzuck. Bei den Hühnern müssen wir mal gucken. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie es da aussieht. Bei den Hühnern, ja, alle 7 Stunden kommt ein Huhn. Und wenn das nächste da ist, geht das auch wieder runter. Bei den Schafen, dito, das reduziert sich jetzt auch immer mehr. Oh, wir brauchen ganz dringend Gras. Wir brauchen so dringend Gras, Freunde. Oh, wir brauchen Gras, aber sowas von. Oh, Backe. Wir müssen mähen. Ganz wichtig, wir müssen mähen. Dafür brauchen wir eigentlich dann... Ja, genau. So, ich kann auch hupen. ich finde, dafür brauchen wir eigentlich dann im Optimalfall die neue Maschine. Weil die... Oh, ja, heute habe ich wieder... Ich bleibe überall hängen, Tag, oder? Oh, echt jetzt, Leute. Nein. Dafür wäre vielleicht gut, die neue Kombi zu nutzen, weil mit der brauchen wir nicht so wirklich viel an Horsepower sozusagen. Also da können wir auch mit dem Bührer fahren. Das würde uns natürlich vieles erleichtern. Oh Mann, wir haben so viele Baustellen. Wir haben so viele Baustellen gerade. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch so mal in die Wege leiten, weil wie gesagt, das mit dem Gras wird langsam wirklich eng.
Ich bin echt am Überlegen. Bührer steht oben. Da haben wir jetzt nur den Ladewagen. Den brauchen wir ja später trotzdem. Das Mähwerk könnten wir dann verkaufen. Da hätten wir also auch nochmal einen Vorteil. Weil wir dann wieder ein Gerät weniger nutzen. Das überlegen wir uns jetzt gerade mal. Wir gucken mal, was würde uns das Mähwerk bringen. Wenn wir das Mähwerk verkaufen, kriegen wir 13.000. Und der neue Kollege kostet 37. Das wird noch ein bisschen eng, aber zur Not würde ich schon fast sagen, nehmen wir einfach noch ein klein wenig Kredit auf. Wir kriegen den ja ruckzuck abbezahlt. Das ist ja jetzt kein Dauerzustand. So, und da ist schon wieder irgendwas leer. Was ist denn los? Oll, da bist du schon wieder stehen geblieben. Was ist denn jetzt wieder leer? Schon wieder Saatgut leer. Ich glaube, wir brauchen eine größere Sämaschine. So, und damit wir hier ein bisschen mehr Manpower kriegen, habe ich jetzt gerade noch was überlegt. Was ist denn? Nee, das ist nichts. Ja, Saatgut ist schon wieder leer. Och, nö. Also die Sämaschine ist einfach zu klein für die Felder hier. Wir brauchen da eine andere. Ab der nächsten Einsatz sollten wir uns da auch mal Gedanken machen. Halt, ein Stückchen vor. So, Befüllung starten, Saatgut einmal wieder reinhusten. Ja, 240 Liter, da ist natürlich nicht viel, ne? Das ist nicht wirklich viel, was da reingeht. Das sollten wir noch optimieren, finde ich. Das ist nicht so der Burner. Oder wir würden uns einen Zusatztank kaufen als Frontgewicht. Das ginge auch. Aber trotzdem, die Arbeitsbreite mit den 3 Metern ist natürlich auch nicht so der Burner. Ja, da haben wir definitiv noch ein bisschen was zum Verbessern. Gut, ja, machen wir so. Den Kipper stellen wir mal hier nicht ab, sondern wir stellen ihn wieder da ab, wo die anderen Kipper auch sind. Ansonsten kriegen wir nur wieder durcheinander. So, Saatgut wird jetzt wieder produziert ohne Ende. Das ist gut. Sobald der Frontlader fertig ist, wer wird denn jetzt wieder blockiert? Oh, nö. Wer wird durch ein Objekt blockiert? Jetzt bin ich gespannt, wo wir wieder im Weg stehen. 1 nach dem anderen. So, dann machen wir das so rum. Jetzt gucken wir erstmal, wer wird durch ein Objekt blockiert. Ja, du bist auch so ein Objektblockierer. Alter, das ist ein Baum. Da musst du einfach mal rumlenken. Das geht. Das nennt sich Lenkrad und damit kann man wunderschön arbeiten. Ach, ist der trottelig. Wie wird durch ein Objekt... Echt, was soll das? Junge, was soll das? Du bist auch ein Objekt. Komm, fahr weiter. Also... Das ist very much strange, was da manchmal abläuft, muss ich ehrlich sagen. Okay, why not? So, dann werden wir Folgendes machen. Wir werden jetzt einmal den Kipper hier abstellen. Dann schnappen wir uns das Mähwerk. Wenn wir das so hinten auf der Heckseite nur ankuppeln können. Weil ich würde das gern beim Händler verkaufen, damit wir da ein bisschen mehr Geld für kriegen. Weil das Mähwerk werden wir dann nicht mehr brauchen. Ich hoffe, dass wir das so dran kriegen. Nur ankuppeln. Genau, das reicht doch. Aber wir könnten jetzt sogar mähen so. Das ist ja auch süß. Aber das bringen wir jetzt zum Händler. Nee, das machen wir jetzt anders. Ich möchte von Martin diesen Mod jetzt nutzen. Ich denke, der ist ganz sinnvoll. Vor allem, den können wir mit dem Bührer ohne Schwierigkeiten verwenden. Weil der hat 100 PS. Ist zwar vielleicht nicht die perfekte Ausstattung, aber es geht. Ja, fahr einfach durch. Genau, ich existiere ja gar nicht. Lustig. Und wenn wir da dann anfangen zu mähen, dann können wir uns mal so die wichtigsten Sachen machen. Als erstes natürlich Schafversorgung. Dann wieder brauchen wir Heu. Dann brauchen wir Silage. Dann braucht Gott, was wir alles brauchen. Wir müssen so viel machen. Und der Helfer hat schon wieder einen fast Vollkorntank. Der muss jetzt aber eine Sekunde warten. 16.000. Ja, das klingt doch schon besser. Das klingt schon viel besser. So, dann brauchen wir nämlich gar nicht viel aufnehmen. Wir machen mal so 10.000. Nur damit wir uns das Ding holen können. Und holen jetzt uns hier diese Kombination. Aber mit der großen Kapazität 37.000. Das ist in Ordnung. Das kaufen wir uns. So. Und damit haben wir nämlich jetzt eine schöne Mähkombi. Die gucken wir uns auch gleich an. Erstmal müssen wir hier abladen. Zum Glück ist die Ernte bald fertig. Also da bin ich froh drum. Es gab zwar viel mit Kartoffeln, aber... Ich bin jetzt schon fast der Überlegung, ob wir den Kartoffelernter nicht eventuell verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den so weiter nutzen wollen.
Oder ob wir uns für die Kartoffelernte dann nicht einfach eine Vollernte leihen oder sowas. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Der fährt immer so umständlich, ne? Der fährt immer so umständlich. So, auf der neuen geht es auch langsam voran. Da hoffentlich bleibt der sich wieder an den Baum hängen. Der fährt schon so weit vor. Das ist seltsam. Aber er dreht anscheinend. Diesmal scheint das hinzukriegen. So, einmal wieder anheben. Genau, dass wir hier drunter kommen. So, einmal wieder abtanken. Gut, dann haben wir da zumindest schon mal wieder ein bisschen Platz. Und auf der 9 sind wir jetzt mit Sonnenblumen unterwegs. Da würde ich sagen, hier auf die 10 könnten wir vielleicht mal Roggen machen. Ich glaube, die Fruchtsorte hatten wir noch gar nicht. Dann können wir die hier aber auch mal verwenden, einfach um ein bisschen was zu schaffen. So, und hier haben wir unser neue Mähkombi. So, meine Freunde, jetzt können wir mähen. Und das Schöne ist, der sammelt das auch gleich auf. Da bleibt auch keine Reste liegen. Das ist richtig angenehm. Und er hat ein großes Volumen von 35.500 Litern. Das heißt, da ist auch ein bisschen Spielraum. Ja, und wir brauchen halt nicht so viel PS, als wenn wir hier mit Mähwerk und dem Strautmann arbeiten. Das geht natürlich da deutlich leichter. Ach, wenn der da hinten durch die Barrikaden fährt, zählt das nicht als Schaden, ja? Und wenn ich da mit einem Kunststoff-Außenring hängen bleibe, dann fällt gleich die ganze Welt zusammen. Das ist lustig. So, den müssen wir jetzt erstmal ausklappen. Vorzugsweise will ich den aber gerne wieder so ein bisschen in die Mitte fahren, weil dann kommen wir besser um die Kurven rum. So, und dann können wir gleich mal das neue Gerät ausprobieren. Oh, das sieht doch schon mal richtig schick aus. Ja, da kriegen wir nämlich mit der Leistung das wunderbar hin. Kriegen auch wunderschön was rein. Und das werden wir ganz dringend brauchen, weil es ist überall Mangelware, was Wiese betrifft. Wir brauchen ganz dringend Gras. So, und wie gesagt, hier können wir auch um die Kurven fahren. Das ist ein bisschen tricky. Vielleicht noch ein bisschen rüberlenken. So. Wir müssen immer so den Platz finden, mit dem wir optimal um die Kurve kommen. Das ist dann mit dieser Einstellung von dem Versatz nicht so ganz einfach, aber geht. So. Und ich würde sagen, ja, der macht doch ganz gute Arbeit hier. So, ja, jetzt kommen wir auch schon besser um die Kurve. Noch nicht perfekt, aber etwas besser. Ein Stückchen rüber. So, dann sollte das gehen, dass er am besten mittig ist, weil ich glaube, dann kommen wir auch am leichtesten um die Kurven rum. Wir haben hier genug Wiese, die wir abmähen können. Das ist gar kein Problem. Mehr als genug Wiese. Also mehr als genug nicht. Man kann nie genug Wiese haben, aber es ist zumindest hier schon mal relativ angenehm zu arbeiten. So, Kartoffelernte neigt sich langsam dem Ende entgegen. Da bin ich froh drum, weil das war ja dann doch ein bisschen umständlich in manchen Punkten. So, ich trinke mal gerade noch ein Schlückchen Latte. So, und schon haben wir die ersten 9000 Liter drin. Da kommt doch wenigstens schon mal was bei rum. Wir müssen einiges reinfahren. Haben das auch ziemlich lange schleifen lassen, aber das kriegen wir, denke ich mal, in den Griff. So, 10.000 haben wir schon. Wichtig ist es halt, weil die Schafe, die haben wirklich fast nichts mehr. Deswegen sollten wir da schon gucken, dass wir da relativ mal mit einem vollen Ladewagen hinfahren, weil die Schafe vermehren sich natürlich auch. Und wie gesagt, Heu- und Silageproduktion müssen wir auch noch starten, beziehungsweise wieder in die Wege leiten. Und schaut mal hier, der fährt mit 20 km/h da ganz gemütlich entlang. Also selbst der kleine Bührer schafft das ohne Schwierigkeiten. Da nochmal vielen lieben Dank an den Martin für den tollen Tipp. Der Mod ist eigentlich dafür wie geschaffen. Super. Ja, und wir haben kein Problem von wegen, oh, wir brauchen einen stärkeren Traktor. Das geht so, denke ich mal, relativ geschmeidig. So, mal gerade gucken. Ja, wir fahren auch von der Spur her ganz gut. Das ist in Ordnung. So, 43% haben wir schon drin. So, aber wenn das so weitergeht, ist echt schon die Überlegung, ob wir nicht bald eventuell sogar ein Feld als Wiese machen. Auf der anderen Seite, wir haben hier eigentlich genug Wiese, die wir bearbeiten können. Ist halt so ein bisschen das Thema. Da muss man nochmal überlegen, was sich dann da wirklich lohnt. Ich meine, so riesig ist ja der Bedarf im Moment noch nicht. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, einmal alles voll haben, dann ist ja auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Also da kann man uns noch in Ruhe mal Gedanken zu machen.
Aber so jetzt, ohne großes Geld zu investieren, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und der erfüllt auch seinen Zweck. Und ja, damit kann man ja dann auch wieder indirekt ein bisschen Geld verdienen durch Füttern, durch Silage und alles drum und dran. So, 21.000, das sieht gut aus. Dann werden wir mal langsam in Richtung der Schafe fahren. So, ja, das passt doch. Kommt schon ein bisschen was bei rum, ne? Da kommt schon ein bisschen was bei rum. So, 23.000 Liter haben wir schon, ne? Also, es geht doch. Es geht doch. Ist gar nicht so schwer. Man muss nur erstmal den richtigen Weg und den richtigen Anfang finden. So, hier können wir sogar an dem Gebäude entlang noch ein bisschen mähen. Ja, das ist jetzt nicht so der Renner, aber immerhin, es kommt noch ein bisschen was bei rum. So, Gras könnte man hier schon wieder abgeben. Die Kühe brauchen auch wieder was. Aber ich glaube, die sind im Vergleich zu den Schafen noch relativ gut versorgt. Ich glaube, nur Strom müssten wir bei Gelegenheit machen. Deswegen wäre auch gut, wenn wir wieder was mit Strom machen. Wir haben zwar noch ein bisschen, aber es ist nicht mehr allzu viel. Es ist nicht mehr wirklich viel, was wir da haben. So, dann schalten wir den mal aus. Und gucken mal, ob wir das hier direkt auch abkippen können. Jawohl, Gras einmal abkippen. Ja, guck mal hier, Futterdruck fast leer. Das geht natürlich gar nicht, ne? Das geht ja gar nicht. So, unsere Schäfchen kriegen wieder ein bisschen was rein. Ja, und da muss auch mal ein bisschen was rein. Jetzt haben sie wenigstens erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Das sieht auch gut aus. Jawohl. Ist sogar voll und wir haben noch einen Rest übrig. Hoch, dann können wir das ja tatsächlich noch bei den Kühen abgeben. Ups, nicht aufpassen, dass wir da jetzt nicht dagegen hängen, nicht dagegen fahren. So, ich klappe den mal wieder zusammen. Und dann bringen wir das mal bei den Kühen noch unter. Oder bin ich jetzt gerade vorbei? Nee, ich bin nicht. Ach, der Futterdruck ist ja vorne. Ach ja, der Futterdruck ist ja vorne. Oder wollen wir das schon in die Silage packen? Ich gucke gerade mal, was die Kühe haben. Nee, bei Kühe. Bei Kühe ist alles rot. Nee. Da müssen wir erstmal Kühe versorgen. Tierversorgung geht immer vor. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber. Oh nee, nicht schon wieder. Wo bleibst du denn jetzt hängen mit deiner Einsaat? Junge, mach mich doch nicht schwach. Hängt der schon wieder am nächsten Baum fest oder was? So, hier geben wir mal ein bisschen Gras rein. Das ist jetzt noch nicht viel, aber. Zumindest haben dann die Kühe mal wieder ein kleines bisschen was an Gras drin. So, jetzt gucken wir mal, wo der wieder... Oh, diesmal ist das gar nicht. Diesmal ist es der. Wo willst du denn hin? Alter, wie drehst du? Wo drehst du hin? Was hast du vor? Aus dem Helfer werde ich nicht schlau. Ich will es gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen, Freunde. Ich will es gar nicht sehen. So, hier, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, einmal müssen wir wahrscheinlich noch Saatgut auffüllen. So wie es aussieht, aber dann kriegen wir das auch hin. Ja, dann passt das doch. Jetzt schon fast am Überlegen, ob wir uns bei Gelegenheit noch so für den Hof einen kleinen Bührer holen mit Frontlader. Weil den Frontlader haben wir ja. Wo willst du hin? Also man darf die Helfer sich gar nicht zu genau angucken. Da wird es einem nur schwindelig. So, und jetzt... Ich blende da lieber mal aus. Apropos ausblenden, wir sind auch schon wieder fertig mit der Folge für heute. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns noch ein bisschen Wiese besorgen. Wenn dann die Kartoffelernte durch ist, haben wir eine starke Zugmaschine. Dann können wir mit dem Flug anfangen, hier schon mal ein bisschen das Feld zu bearbeiten. Und auf der 19 können wir dann auch entsprechend loslegen mit der Vorbereitung. Wir können mal gerade gucken, was eigentlich jetzt auf der 10 gemacht werden muss, auf der 19. Ja, auf der 10. So, also das sieht irgendwie noch ein bisschen wild aus. Bodenbeschaffenheit benötigt Kalk, nur eine kleine Ecke. Müssen wir aber nicht pflügen, nicht düngen. Nee, gar nichts. 14 auch nicht. Kein Pflügen, kein Kalken. Gut, können wir direkt wieder einsehen. Das ist schön. Da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. Das ist gut. Weitere Felderweiterung kommt irgendwann auch noch. Wir haben ja genug Felder da, wenn man hier so sieht. 42 Stück. So, wir stehen hier gerade im Weg, sehe ich. Dann fahren wir da gerade nochmal schnell 1,2 Meter nach vorne. So. Und ja, dann war es das für heute. Ich versuche hier gerade nochmal so ein bisschen die Spur einzupendeln.
Schafe sind jetzt wieder versorgt, das ist gut. Kühe brauchen noch dringend und natürlich unsere Produktion wie Heutrockner, Silage und Co. Da müssen wir auch noch ein bisschen Gras reinpacken. Da wird noch ein bisschen Arbeit fällig. Aber das kriegen wir auch hin. In dem Sinn, ja, fahren wir hier mal hoch. Oh, das ist schön. Also da ist echt cool mit dem Ladewagen. Das macht richtig Laune. Weil man kann wirklich auch die schmälsten Ecken abarbeiten, ohne dass was liegen bleibt. Nochmals vielen Dank, Martin. Das war eine klasse Idee. Und da gucken wir jetzt nochmal alles durch. Hier, das sieht gut aus. Der fährt natürlich hoch und bleibt dann oben stehen. Der hier ist bei 86% und hat immer noch eine Stufe. Da warten wir einfach mal ab, was der Freund dann entsprechend verarbeitet. Da müssen wir eben mit der Hand dann noch ein bisschen was nachmachen. Da liegen noch ein paar Stufen. Der hat jetzt die Arbeit erfolgreich beendet. Ist das dein Ernst? Du bist noch nicht mal im Ansatz fertig. Freund Schnürschuh. Uiuiui. Uiuiui, da haben wir aber noch ein bisschen was zum Nacharbeiten. Gut, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.